Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie da sind bei Akte 96, 29. Das Glück ganzer Familien kann in einem einzigen Augenblick dahin sein. Nur einen Augenblick passte die Mutter der kleinen Cindy nicht auf und schon war ihre kleine zweijährige Tochter im Zoo bis zum Wolfsgehege gelaufen, hatte das Ärmchen ausgestreckt und der Wolf hatte den Arm abgebissen. Einen Augenblick nicht hingeschaut und kleine Jungs haben eine Dummheit begangen, die kaum wieder gut zu machen ist. Wir zeigen, was Familien in dieser Lage durchmachen. Akte 96, 29, Reporter decken auf. Heute Abend unter anderem das. Abgezockt. Der Albtraum vom Eigenheim. Sie wollten nur Steuern sparen. Geblieben sind Schulden und jede Menge Ärger. Junke 96. Willkommen bei Akte 96, 29, der Ausgabe der 29. Kalenderwoche. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie sitzen gemütlich zu Hause. Auf einmal klingelt das Telefon und es meldet sich ein Verein zur Beratung Nicht-Selbstständiger. Noch nie gehört, aber der Mann am anderen Ende der Leitung fragt, ob Sie nicht vielleicht Steuern sparen wollen. Klar, wer will das nicht? Und ob Sie nicht vielleicht Wohnungseigentum bilden wollen, das Sie unter dem Strich keinen Pfennig kostet. Vater Staat habe da mit Bedacht eine Ausnahme im Steuerrecht zugelassen, so heißt es am Telefon. Ein Traum. Aber dieser Traum zerplatzte für Tausende wie eine Seifenblase. Viele Anleger hat dieses Sorglospaket in den Ruin getrieben. Akte investigativ, Akte forscht nach von Andreas Weber und Ronald Mattei. Die eigenen vier Wände. Ein Traum jedes Steuerzahlers. Nie mehr Miete zahlen und noch Steuern sparen. Und es ist ein Millionengeschäft für Vermittlungsfirmen, die an diesen Träumen verdienen. Wie zum Beispiel die Firma Pfaff. Sonntagnachmittag in Wolfratshausen bei Augsburg. Wer heute hierher gekommen ist, hatte auch diesen Traum. Lang gehegt und teuer bezahlt. Aus der Traum. Was davon übrig blieb, sind Schulden und Wut. Wut auf den Wohnungsvermittler Pfaff, der sie mit Versprechungen in den Ruin getrieben hat. Heute wollen sie ihn stellen. In seiner Privatvilla. 135.900 und 58.000 Zinsen, was ich der Bank gezahlt habe, das kann man zusammenrechnen. Und er war derjenige, der Ihnen das angedreht hat. Er, der Herr Pfaff und der Herr Dünges. Sie klingelten auch bei Frank Werther und seinen Eltern. Seitdem kratzt Frank jeden Pfennig zusammen. Für eine Wohnung, die ihm nie gehören wird. Weil der Vermittler von tollen Gewinnspannen sprach. Dass man durch die Mieteinnahmen von der Wohnung und das, was man Steuern spart, dass sich das ungefähr 0 auf 0 aufgehen soll mit den Kosten für die Wohnung und dass man die Wohnung dann in 5, 6 Jahren mit einiges an Gewinn verkaufen kann. Oder 10 Jahren, dann sind ein paar Beispiele angegeben worden, so intern, nur zum internen Gebrauch. In der Kalkulation von Vermittler Pfaff fand sich nicht das geringste Risiko. Er versprach steuerfreie Verkaufsgewinne bis zu 108.000 Mark in 10 Jahren. Haben Sie denn versucht, diese Wohnung mal zu verkaufen? Ich wollte sie über die Firma Pfaff, aber da hat man mich dann abgewimmelt. Und dann hat abgewimmelt? Was ist da gewesen? Ja, Sie sind nicht dafür zuständig, dass die Wohnung wieder zu verkaufen. Ja, das ist nicht Ihr Ding. Aber erst wurde es einem versprochen. Hier. Von der renommierten Hypo-Bank in München floss das Geld für die überteuerten Eigentumswohnungen. Vermittelt natürlich von den Mitarbeitern der Firma Pfaff. Die haben gesagt, ich kauf eine Immobilie ohne einen Pfennig Anzahlung oder ohne irgendwelche Sicherheiten. Ohne Eigenkapital? Ohne Eigenkapital. Dieses ganze Objekt würde über eine renommierte Bank abgewickelt werden. Für die Bank ein gutes Geschäft ohne Risiko. Als Sicherheit gab es die Wohnungen und zusätzlich eine Lebensversicherung. Niemand machte den Kunden klar, dass sie sich die Wohnungen gar nicht leisten konnten. Die Vermittler, die haben praktisch die Darlehensverträge mitgebracht von der Hypo-Bank und gleichzeitig wiederum die Anträge für diese Lebensversicherung und diese Immobilien bezogen. Also wie? Kam der Vermittler mit einer riesen Unterschriftenmappe? Richtig. Hat ihm das hingelegt? Richtig. Die finanzschwachen Kunden hatten keine Chance gegen einen gewandten Verkäufer und dessen Auftreten für eine renommierte Bank. Die Banker waschen ihre Hände in Unschuld und bestreiten, zu irgendeiner Zeit in Geschäftsbeziehungen mit dem Vermittler gestanden zu haben. Sie seien ja nicht für den Verkauf der Wohnungen, sondern für die Bewilligung der Darlehen zuständig gewesen. Hans Tillich vom Verein für Existenzsicherung kennt die Rolle des Vermittlers aus Hunderten von Fällen. Dadurch reicht eins, dass der Kunde nie zur Bank kommt. Damit kann die Bank den Kunden auch offiziell nicht beraten. Und wenn mal schiefgelaufen ist, kann die Bank sagen, der Kunde war nicht bei uns, wenn er was wissen hätte wollen, hätte er nur kommen, dann hätten wir ihn ja aufgeklärt. Damit umgeht man eigentlich, dass der Kunde einfach Fragen stellt, wieso, weshalb, warum.
Aber es ist davon auszugehen, dass die Bank das weiß. Mit Sicherheit. Dann müsste sie also auch wissen, eine Wohnung für knapp 174.000 Mark ist faktisch nur rund 112.000 Mark wert. 62.000 Mark gehen drauf für Nebenkosten und Provisionen. Fazit des Vereins für Existenzsicherung: Um diese Wohnung ohne Verlust verkaufen zu können, müsste diese eine Wertsteigerung von 61.577 D-Mark und 59 Pfennig erzielen. Dies ist bei solchen Wohnungen unmöglich. Und der Kunde geht eben davon aus, dass das, was von der Bank kommt, richtig ist. Er zahlt auch eine Schätzgebühr für die Wohnung an die Bank. Und es wird auch so erklärt, die Schätzgebühr zahlt er auch zu seiner Sicherheit. Die Bank schätzt das Objekt und wenn es dann den Wert nicht hätte, würde sie nicht finanzieren. Dadurch glaubt eben der Kunde, dass das, was er bezahlt, auch der Wert der Wohnung ist. So wie die Sachbearbeiterin Petra Spahr. Sie und ihr Mann haben knapp 4.000 Mark netto im Monat. Wir haben ja immer noch gerechnet, dass die Wohnung 120.000 Mark kostet. Und nicht, dass die mit 82.000 Mark im Grundbuch drin ist, weil das hat ja alles unser Treuhänder gemacht. Sogar 130.700 Mark bewilligte die Hypobank für den Wohnungskauf. Problemlos. Denn für Finanzierungszusagen hat die Bank Sicherheiten und die langfristige Markteinschätzung im Auge und nicht den reinen Marktwert der Wohnung zum Zeitpunkt der Kreditvergabe. Also kriegen du es wahrscheinlich nur noch 40.000 Mark. 40.000? Ja. Petra Spahr sucht in der Augsburger Bahnhofsgegend nach dem Büro der Firma Pfaff. Aber hier ist alles verwaist. Und da hinten sind dann seine Autos gestanden. Und im ersten Stock da ist sein Büro gewesen. Zurück in Wolfratshausen. Vor der Villa von Kredit- und Wohnungsvermittler Michael Pfaff haben sich inzwischen ein Dutzend Menschen versammelt. Alle fühlen sich von ihm betrogen. Wir haben schon öfters einmal geschrieben an Ihnen, Sie haben unser Eigentumsverlust. Du machst die Kamera aus. Ist das normal, oder? Nein. Der Geschäftsmann ist von diesem Aufstand überrascht. Seine Ehefrau geht dazwischen. Zurück auf dem Grundstück. Ab. Kamera aus. Zurück, bitte. Geht's runter. Schreiben Sie Briefe, bombardieren Sie von rechts und weiter. Ab. Und das Mikrofon nicht von Shepard. Von meinem Grundstück runter. Was ist das denn? Keine Diskussion, Polizei. Kommt gleich. Ich bin ein Depperle. Nein, unter deine Wohnung. Ja, wieso reden Sie denn sonst nicht mit uns? Ich rede ganz normal mit euch, antworte mir auch, aber ich bin kein Deppert. Tut's halt einmal die Kameras aus, man soll sein, wenn hin. Das ist eine Schande, wenn man so ein Haus hat und Schulen und alles und wir gelangen, dass wir uns nicht einmal das Brot kaufen können. Sparen uns das Geld ab vom Mund und den Kindern und können uns nichts leisten. Ich bin ein guter Mann und habe einen guten Charakter. Mann. Und ich rede hier nicht am Sonntag mit irgendwelchen Volldeppern umeinander. Ah, ja. Mit den Staatsanwälten in Augsburg muss der Herr reden, denn die ermitteln auf Hochtouren. Wir prüfen gegenwärtig in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren den Vorwurf des Betrugs gegen 24 Verdächtige. Wir ermitteln auch gegen Kreditvermittler zweier deutscher Banken. Inwieweit diese Ermittlungen so weit gedeihen werden, dass wir einen hinreichenden Tatverdacht bejahen können, vermag ich gegenwärtig noch nicht zu sagen. Die Menschen fühlen sich betrogen und hilflos. Jetzt wollen sie sich endlich einmal mit Verantwortlichen der Hypobank besprechen. Was in der Bank passiert, hätten wir ihnen gerne gezeigt. Aber die Hypobank hat es uns verboten. Sollten diese Filmaufnahmen in irgendeiner Weise gesendet werden, sehen wir uns gezwungen, unverzüglich zivil- und strafrechtliche Schritte gegen Sat.1 einzuleiten. Vorher haben Sie keine Zeit gehabt und jetzt, da wo mehrere Leute auftreten, kommen Sie plötzlich und sagen, ja, auf jeden Fall können wir machen, irgendwo, Sie brauchen uns nur anrufen. Nur ein freundliches Angebot, meint Hans Tillich. Sehr viele, die mir jetzt bekannt sind, werden Sozialfälle werden. Das heißt, der Staat muss denen wieder Sozialfälle bezahlen, Wohngeld bezahlen. Also die kommen nie wieder auf die Füße. So was mit dem Kauf der Wohnung haben sie lebenslang ruiniert. Bedrängt von seinen Kunden holt Herr Pfaff die Polizei. Ende des kleinen Volksaufstandes auf seinem schönen grünen Rasen. Unsere Anleger, die sich so betrogen fühlen, haben schon wieder eine Enttäuschung erlebt. Der Chef der Abteilung Immobilienfinanzierung der Hypobank in München hatte ja einen Gesprächstermin versprochen, der aber ist jetzt geplatzt. Der Herr ist nicht mehr zuständig, so ließ er den Verein für Existenzsicherung wissen. Bei uns im Studio ist jetzt Heinz Gerlach, der Anlegerschützer in Deutschland, ich sage das so. Wie beurteilen Sie diese Form von Finanzierung? Wir beobachten das schon seit 15 Jahren und es ist eigentlich ein großes Verdienst, dass dies jetzt endlich mal in einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, wie hier kleine Leute mit Eigentumswohnungen, die nie sich für sie rechnen können, über den Tisch gezogen werden. Und ich halte dies eigentlich für moralisch kriminell.
Ist denn das, was wir da sehen, eine Form, die besonders ist für diese Bankverbindung oder machen das alle Bankensparkassen auf eine vergleichbare Art und Weise? Also vor etwa 10 Jahren, 15 Jahren waren viele Banken dabei, sich zu überlegen, solche Finanzierungen, mit solchen Finanzierungen ihr Geschäft zu erweitern. Aber in den letzten Jahren beobachte ich überwiegend die Hypo Bank, die auch hier ja genannt wird, bei solchen, ich sage das immer, schweinischen Finanzierungen, wo wirklich kleine Menschen in den Abgrund gerissen werden. Ja, aber Schweine, das kann ich gar nicht glauben, dass Sie das Schweinefinanzierung nennen. Warum sollte die Hypo Bank das tun? Das ist ein Riesenunternehmen mit einem Ruf wie Donnerhall. Ja, es ist ja auch, der Ruf ist ja auch berechtigt. Es gibt ja sehr viele Abteilungen, auch sehr viele Vorstandsbereiche, die hochseriös dort arbeiten. Ja. Es gibt aber offensichtlich immer noch ein Bereich dort, der solche Finanzierungen macht, wie sie hier eben gezeigt worden sind, um Kredite auszuleihen. Das ist ja deren Geschäft, um an diesen Krediten zu verdienen und um damit ihren Gewinn zu erhöhen und auch insbesondere in schlechten Zeiten, wo jetzt eben Immobilienfinanzierungen schwerer geworden sind, eben kleine Leute über den Tisch zu ziehen. Können denn kleine Leute, wie Sie sagen, auf diese Art und Weise überhaupt Steuern sparen? Natürlich könnten kleine Leute damit Steuern sparen. Nur sie sind dazu dann nicht in der Lage, anschließend diese Wohnungen zu unterhalten und vielleicht nach 20, 30 Jahren dann auch dann den Wertzuwachs, wenn die Wohnungen wirklich denn auch gut sind, zu erzielen. Sie halten das ja gar nicht durch. Und insofern ist das zwar richtig, was über die Steuerersparnis gesagt wird, aber die wirtschaftlichen Konsequenzen, die aufgezeigt worden sind, sind so fatal, dass die Steuerersparnis im Grunde der Tropfen auf den heißen Stein ist. Jetzt haben wir gehört, in diesem einen Fall, die Wohnung ist ungefähr 82.000 wert. Ja. Das Darlehen beläuft sich auf 130.700. Ist dieses Verhältnis in Ihren Augen in Ordnung? Naja, man muss sagen, das ist ja fast noch ein positives Verhältnis. Sehr oft haben Sie ja 100% Aufschlag. Das heißt, eine Wohnung, die 100.000 Mark wert ist, wird für 200.000 Mark verkauft. Und da gibt es denn nie den Wertzuwachs, dass überhaupt noch mal jemals damit ein Gewinn erzielt werden kann. Und solche Dinge werden auch finanziert. Der Herr Pfaff, wir haben das eben im Film gesehen, der läuft ja rum mit Blankoformularen. Da steht der Name der Hypo Bank auch oben rechts in der Ecke drin. Dennoch sagt die Bank, Sie haben mit nichts zu tun, eigentlich nur mit der Bewilligung von Darlegen. Sehen Sie das auch so, dass die Bank aus dem Schneider ist? Ich glaube, dass die Anleger hier gute Chancen haben, auch rechtlich dagegen vorzugehen. Denn die Bank weiß ja sehr genau, was sie da finanziert. Sie sieht die persönlichen Daten der Kunden. Sie weiß, dass das kleine Einkommensbezieher sind. Sie kennt ganz genau die Situation in deren Wohnanlagen. Sie weiß die Höhe der Miete. Sie weiß, was an Instandhaltungskosten auf die Anleger denn zukünftig denn hinzukommt. Sie kennt also die Konsequenzen für die Anleger. Die Anleger kennen sie nicht, sonst hätten sie die Wohnung ja nicht gekauft. Also die Bank hat einen Wissensvorsprung und da sagt der Bundesgerichtshof, da muss auch die Bank denn dafür haften. Dies würde in der Konsequenz bedeuten, wenn die Anleger anwaltlich gut beraten werden, dass sie eine gute Chance haben, von den Krediten herunterzukommen und die Wohnung an die Hypo Bank übertragen können. Aber ich habe noch nie gehört, dass Banken auch strafrechtlich verfolgt werden in so einem Zusammenhang. Man könnte hier, wenn die Bank Mitwisserschaft hat, durchaus Betrug unterstellen. Der Anleger fühlt sich doch in jedem Fall betrogen. Er ist getäuscht worden, er hat Nachteile, die Bank hat Vorteile. Also die Straftatbestände des Betruges können hier verwirklicht sein. Inwieweit denn Bankmitarbeiter, inwieweit man beweisen kann, dass die Bankmitarbeiter das gewusst haben, das ist dann Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Aber dann, wenn das bewiesen werden kann, dann ist das oder könnte das auch strafrechtlich relevant sein. Wenn solche Damen und Herren heute Abend wieder herumtelefonieren, wie soll man sich verhalten, wenn man angerufen wird? Hört sich ja irgendwie ganz verlockend an. Ja, sofort auflegen. Ein normaler Einkommensbezieher ist nie in der Lage, einen Nutzen aus einer solchen Investition zu ziehen. Das heißt, wenn jemand als normaler Einkommensbezieher Immobilien in Betracht zieht, das sollte er tun, dann aber nur zur Selbstnutzung. Er kann sich eine kleine Eigentumswohnung für sich selber kaufen, das von einem Steuerberater durchrechnen lassen, vielleicht auch erfahrene Freunde und Bekannte hinzuziehen, aber nie eine solche Investition tätigen. Da kommt ja der Berater morgens und abends hat man eine Wohnung. Das ist ja, so wird ja dort verkauft. Und dort sollte man von vornherein sagen, nein, höhere auflegen oder erst gar nicht so einen Vertreter zur Tür hereinkommen lassen. Was müssen die Damen und Herren aus dem Film jetzt machen? Sie sollten auf jeden Fall, was Sie ja wohl getan haben, sich zusammenschließen, zu einem sehr erfahrenen Immobilienbereich, sehr erfahrenen Anwalt gehen und ihre Chancen überprüfen lassen. Ich sehe die Chancen, dass Sie die Wohnung an die Hypo Bank übertragen können, bezogen auf diesen Fall, der hier dokumentiert worden ist, als sehr hoch an. Heinz Gerloch, der vielleicht bekannteste Anlegerschützer in Deutschland. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Auch unser nächstes Thema ist, es ist Tausende Kleinanleger mit Immobilienpreisen.